Von Tübingen her gesaut, um sie zu erfreuen. Die Sauters. I fly away, oh glory, I fly away.
And all these angels were mine, but
to get to work in time. Oh, 13 when I'm only one when we're in town. Applaus, Beate Sauter und Harry Bechtle. Nachdem es ja jetzt 25 Jahre eigentlich eher so aussah, wie wenn die IHK für das Projekt Stuttgart 21 ist, hat sie sich zumindest heute voll hinter uns gestellt. Guten Abend, ich begrüße Sie herzlich zu unserer 760. Montagsdemo gegen das Architekturprojekt des Genies Christoph Ingenhofen. Während dieser sich für seinen Coup mit einer Preisverleihung des Magazins Architektur und Wohnen in Berlin feiern lässt, erklärt uns Jürgen Resch, der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, warum der Kopfbahnhof erhalten bleibt. Nachdem der Star-Architekt Christoph Ingenhofen 2019 sein Büro an eine Schweizer Energiefirma verkauft hat, ist es ruhiger geworden um den Schaumschläger aus Düsseldorf. Nun hat er sich wieder selbstständig gemacht und hätte gerne etwas mehr Publicity. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat in seiner Online-Ausgabe vom 18.07. seinen Hilferuf dankbar aufgegriffen und titelte: Christoph Ingenhofen vergleicht seinen Bahnhof mit gefrorener Musik. Und führte weiter aus, ich zitiere: In einem Clip auf seiner Webseite vergleicht der Architekt die Ästhetik seines unterirdischen Durchgangsbahnhofes nun mit gefrorener Musik und sogar mit einem Musikstück, das selbst für Lang Lang, den besten Pianisten der Welt, nur schwer einzustudieren sei. Aber diesen Bau werde man am Ende die Mühen ihrer Entstehung nicht ansehen. Zitat Ende. Nur leider, Herr Ingenhofen, und das ist viel schlimmer, sieht man dem Bau auch den Nutzen nicht an. Warum sollten wir einen Bahnhof feiern, der nur noch die halbe Kapazität hat und statt durch Funktionalität zu glänzen, lediglich den Designvorstellungen seines Erbauers Genüge tun muss? Das sollte sich auch die Jury fragen, die ihm den Award Architekt des Jahres 2024 verliehen hat und scheinbar ohne sachliche Prüfung die Angaben aus der Ingenhofschen Pressestelle in die Ausstellung im Architekturforum EDES, Stuttgart Main Station, ein Jahrhundertprojekt wird Realität, übernommen hat. Unter anderem wird dort behauptet, ich zitiere: Stuttgart Ost und Stuttgart Nord, bisher durch Gleise getrennte Stadtteile, werden nach über 150 Jahren wieder verbunden. Zitat Ende. Hä? Wo bitteschön ist die sechsspurige B14 abgeblieben? Von Herrn Ingenhofen höchstpersönlich weggezaubert? Nein, damit wäre selbst der Meister überfordert. Denn er steht gerade im Tiefbahnhof auf Gleis 9 3 Viertel, eine Schaffnerspfeife zwischen die Lippen gepresst, eine Kelchstütze auf seinen Schultern tragend, umringt von seinen 5 Kindern und 25 Enkeln, erstrahlt durch das einfallende Sonnenlicht eines Lichtauges, während Lang Lang auf einem Bahnsignalhorn Spiel mir das Lot vom Tod anklingen lässt. Die Musik gefriert. Leider nur die Musik und nicht die Kosten. Laut einer Studie des Verkehrsministeriums werden sich die Kosten für die Digitalisierung des Schienensystems
von dem Jahr 2018 auf 28 Milliarden Euro geschätzt, nun auf 69 Milliarden Euro mehr als verdoppeln. Da heißt es doch erstmal innehalten, Ruhe bewahren und das Augenmerk auf den Erhalt der bestehenden Infrastruktur richten. Das tut mit uns nun Jürgen Resch, der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Jürgen Resch, bitte. Liebe Freundinnen und Freunde des Stuttgarter Kopfbahnhofs, ganz schön was los diese Tage. Ich meine jetzt nicht die Präsidentenwahl in den USA oder Krieg in der Ukraine oder im Nahen Osten. Nein, ich meine Deutschland mit seiner Klimapolitik, die Verkehrswende rückwärts durch den Porsche-Verkehrsminister und die neuesten Entwicklungen bei der Deutschen Bahn im Allgemeinen und dem Bahnhof Stuttgart im Besonderen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich Tom aktuell jetzt alle 8 Wochen wohl hier einlädt. Es gibt aber auch einiges zu erzählen. Ich war am 18. März, als die 700. Veranstaltung gefeiert wurde, war ich hier und nochmal am 13. Mai. Jetzt nochmal 8 Wochen später und es passiert jetzt wirklich was, und zwar in unsere Richtung. Doch ich fange jetzt erstmal mit dem Klimaschutz in Deutschland an. Was für ein Krimi. Am vergangenen Montag hatten wir seit 10 Uhr vor dem Berliner Oberverwaltungsgericht bis in den Abend hinein eine Verhandlung für die saubere Luft und für den Klimaschutz in Deutschland. 9 Stunden Rechtsgespräch auf der Gegenseite, das grün geführte Umweltministerium. Und ich kann mal sagen, das Thema Klimaschutz und saubere Luft, was man zusätzlich machen kann, ist von dort kein einziges Mal angesprochen worden. Im Gegenteil, es ging immer darum zu begründen, warum man nichts mehr machen muss. Mitten in die Verhandlung erreichte uns die Nachricht, dass der Bundespräsident und damit buchstäblich in letzter Minute nach fast 2-monatiger Prüfung die Unterschrift über die Entkernung des Klimaschutzgesetzes gesetzt hatte. Am selben Montag lief auch die Frist aus, an der eben der Verkehrsminister gezwungen gewesen wäre, ein Sofortprogramm vorzulegen. Und wir haben für den nächsten Tag einstweilige Verfügungsanträge vorbereitet, die ihn gezwungen hätten, wir waren optimistisch, dass wir die schnell durchbekommen, ein Tempolimit und wirklich eine Verkehrswende gegen die Straße und für die Schiene durchzusetzen. Wir hatten dann nur die beiden Pausen in der Gerichtsverhandlung und eine sehr kurze Nacht, um uns für den nächsten Tag vorzubereiten. Wir haben dann am Dienstag vorgestellt, und zwar vor 77 Teilnehmern, ganz überwiegend Journalisten, unsere Verfassungsbeschwerde gegen dieses entkernte Klimaschutzgesetz. Das fand sich dann am Dienstag im Bundesgesetzblatt und wurde am Mittwoch in Kraft gesetzt. Wir haben am Dienstag einen Boten mit einer 204-seitigen Klageschrift gebracht und noch am Mittwochmorgen quasi mit in Kraft treten, hat das Bundesverfassungsgericht unsere Beschwerde erhalten und wir haben dann noch das Signal bekommen, dass am selben Tag die Beschwerde an den Senat, an die Richter verteilt wurde. Ich werfe der rot-grün-gelben Ampelregierung vor, sich mit dieser Gesetzesänderung vom Klimaschutz zu verabschieden. Und diesen klaren Verfassungsbruch nehmen wir nicht hin und ziehen deswegen vor das Gericht, genauso wie im Januar 2020, als wir ein erstes Klimaschutzgesetz von Angela Merkel für nicht vereinbar hielten und dann 16 Monate später Recht bekamen. Grundgesetz Artikel 20a, seitdem ein Recht auf eine lebenswerte Zukunft. Und das Klimaschutzgesetz wurde verschärft bis letzten Mittwoch. Jetzt ist es noch mehr entschärft, als Angela Merkel in einer schwarz-roten Koalition vorhatte. Wir werden es nicht akzeptieren, denn wir sind als Deutschland verpflichtet, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass das Verfassungsgericht uns hier unterstützt.
Die werden sich sehr zeitnah mit den Argumenten beschäftigen. Wir rechnen damit, dass wir vor der Bundestagswahl eine entsprechende Antwort bekommen. Wir gehen davon aus, dass jetzt die Ampel und vor allen Dingen die entsprechenden Industrien massiv dagegenhalten. Vor allen Dingen die fossilen Konzerne und die in Stuttgart konzentrierten Autofirmen werden mit Angriffen, mit Kampagnen gegen die Umwelthilfe oder gegen die Argumentation versuchen, weiterhin Klimaschutz abzuschwächen, zu entkernen. Wir müssen hier Druck machen, dass dann auch tatsächlich das Bundesverfassungsgericht auf der Basis von guten Argumenten sich überzeugen lässt, wie damals auch, dass die Bundesregierung eben verpflichtet ist, sich gegen diese Interessen von Ölindustrie und Autokonzernen durchzusetzen. Bleibt es bei diesem Klimaschutzgesetz, dann hat die aktuelle Ampelregierung, aber auch die nächste für den Beginn, einen absoluten Freibrief, nichts, aber auch gar nichts Zusätzliches im Klimaschutz erreichen zu müssen. In Deutschland blockieren fossile Energie- und Autokonzerne eine wirksame Klimapolitik und zerstören damit die Zukunft für uns und unsere Kinder. Und das nehmen wir nicht kampflos hin. Der Freifahrtschein gegen den Klimaschutz, den die Bundesregierung, insbesondere Autominister Volker Wissing, ausgestellt hat, zeigt sich aktuell in der Rückabwicklung der Verkehrswende. Anstatt die riesige CO2-Lücke von 180 Millionen Tonnen CO2 im Verkehr zu schließen, weitet die Ampelregierung die finanzielle Förderung von Klimakiller-Geländewagen und Luxuslimousinen aus und schwächt gezielt den Schienengüter- und Personenverkehr. Was hat die Bundesregierung alles versprochen? 75% Streckenelektrifizierung der Bahn bis 2030, Verdopplung der Personenkilometer auf der Schiene und Schienengütertransport Erhöhung auf 25%. Das genaue Gegenteil wird praktiziert. Wir müssten im Moment pro Jahr 700 bis 1000 Kilometer elektrifizieren, um dieses Ziel des Koalitionsvertrages zu erfüllen. Tatsächlich ist im letzten Jahr die Elektrifizierung von Schienenstrecken auf 9,1 Kilometer zusammengebrochen. In der ganzen Geschichte der Elektrifizierung der Bahn der letzten 100 Jahre oder 80, 90 Jahre gab es noch kein Jahr mit so wenig Elektrifizierung. Also es passiert das Gegenteil. Dazu hatte ich im März ein Gespräch mit dem Bahnvorstand Dr. Lutz und seinem Team. Und zu meiner großen Überraschung wurde mir gesagt, ja, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir dort, wo Dieseltraktion, wo Dieselzüge fahren, die umstellen auf HVO 100. Sie wissen, das ist dieser Kraftstoff, der aus Frittenöl hergestellt wird, aber das gibt es gar nicht. Also zumindest nicht in der Menge. Und aber mit diesem dann tatsächlich aus Palmöl oder Sojaöl hergestellten Stoffen soll dann die Alternative im Klimaschutz und in der sauberen Luft stattfinden. Ich habe gerade eben mit meinem Büro gesprochen, mein Emissionskontrollinstitut in Berlin. Wir haben gerade ein zweites Auto getestet. Tatsächlich versprochen wird, die Autos werden sauberer, da die aber nicht auf diesen Kraftstoff optimiert sind. Wir haben uns das zweite Auto, die um bis zu 20% höhere Schadstoffemissionen dann noch mit haben. Also wir vergiften dann gleichzeitig uns auch mit. Wir haben aber nicht nur das Problem der Absage der Bahn in der Fläche umzustellen oder Ersatzstrecken für den Güterverkehr zu elektrifizieren, sondern der Güter- und Personenverkehr auf der Schiene soll auch verteuert werden. Ganz geschickt, die Bahn soll keine Zuschüsse kriegen, sondern nur Kredite. Und dummerweise schreibt dann das Gesetz vor, dass der Kredit mit 5,9% zu verzinsen ist. Da sparen Sie mir jetzt die Formeln. Das heißt, alleine für nächstes Jahr 16-18% höhere Trassenpreise. In den Folgejahren habe ich auch schon 40% gehört, weil sich das ja über Zinseszins entsprechend auch noch erhöht. Man braucht es uns nicht zu wundern,
dass Bahnvorstände, Regierungspolitiker und selbst Friedrich Merz vom Gesundschrumpfen des Bahnangebots sprechen, sagen, vielleicht wären wir pünktlicher, wenn wir nur noch einzelne Züge fahren lassen. Und Christian Lindner hat gleich noch einen draufgegeben, hat gesagt, ach, die Bahn braucht nicht so viel Geld, wir nehmen mal 1 Milliarde und geben sie in den Autobahnbau. Haben Sie das laute Schweigen gehört der Grünen, das ohrenbetäubende Nichts sagen und mittragen, wenn ich die FDP höre, die sagt, wir wollen neue Atomkraftwerke bauen oder irgendwas. Och, das können die. Aber die Grünen können ja nicht einmal sich im Moment in der Regierung einsetzen für die Mindestziele, für ein Tempolimit, für einen ehrlichen Ausbau der Bahn und für die Verhinderung, dass wir 1000 Kilometer ausgebaute neue Autobahnen und Bundesfernstraßenstrecken bekommen. Vor Wochen kündigte Wissing angesichts des am 15. Juli fällig gewesenen Sofortprogramms an, wenn es nicht kommt, müssen wir am Wochenende ein Fahrverbot machen, Samstag und Sonntag. Da haben viele aufgeschrien, haben um Himmels Willen, die Grünen haben gesagt, alles tun, dass wir die Fahrverbote verbieten. Sie haben sogar in der Pressemitteilung zur Zustimmung zur Schleifung des Klimaschutzgesetzes geschrieben im zweiten Satz, es ist uns so gelungen, Fahrverbote am Wochenende zu verhindern. Dafür sind die Grünen jetzt im Moment gerade in der Regierung dabei. Ich sehne mich zurück an die an Aussagen der Grünen aus der Opposition. Ich habe gesagt, ich begrüße diese Einsicht von Herrn Wissing, dass Wochenendfahrverbote ein geeignetes Mittel sind. Das kann man machen. Samstag und Sonntag kein Auto und von Montag bis Freitag besinnungslos rasen. Alle anderen Staaten auf dieser Erde haben was anderes gemacht. Die haben gesagt, von Montag bis Sonntag, 7 Tage lang, setzen wir einfach die Geschwindigkeit runter und kommen zum gleichen Ziel. Diese Diskussion hätte ich gerne im politischen Umfeld gehabt. Aber nein, man hatte Angst gehabt, als Verbotspartei dazustehen. Deswegen verspreche ich Ihnen, wir werden unsere bereits 4 gewonnenen und nun beim Bundesverwaltungsgericht nur noch in der Revision liegenden Urteile über das Nicht-Klimaschutzverhalten der Bundesregierung durchziehen. Und wenn wir die bestätigt bekommen, werden wir in die Zwangsvollstreckung gehen. Ich habe mich gefreut, dass der Senat des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg uns gesagt hat, nun Herr Resch, Herr Professor Klinger, wenn Sie jetzt natürlich einen Titel haben und die Bundesregierung sollte den Klimaschutz nicht umsetzen, wie wir es hier beschließen, dann können Sie ja schlechten Gerichtsvollzieher in der Zwangsvollstreckung schicken gegen die Bundesregierung. Wir haben uns überlegt, wir wären bereit, als Senat für Sie Vollstreckungsstelle zu sein. Haben wir gesagt gehabt, das nehmen wir gerne an. Ich fand das unglaublich, das war eine Botschaft des Gerichtes. Wir gehen mal davon aus, dass auch ein rechtskräftiges Urteil von der Bundesregierung möglicherweise nicht beachtet wird. Wo sind wir eigentlich im Rechtsstaat gelandet, dass wir Gesetze haben, die ganz klar sagen, wann welche Berichte im Klimaschutz vorzulegen sind und wie zu handeln ist, wenn ein Minister nicht mit den CO2-Werten runtergeht, sondern im Moment Schaufahren gegen den Klimaschutz veranstaltet und das auch noch breit finanziert. Deswegen, wir müssen Druck machen. Und genau der Anwalt, der für uns Druck macht in der Verkehrswende, macht auch Druck für den Erhalt der Gäubahn und für den Erhalt des Kopfbahnhofes hier in Stuttgart. Vor einem Jahr habe ich hier vorgestellt unsere Klage. Wie sind wir verlacht worden? Ach, völliger Unsinn, was die Umwelthilfe macht. Hat ja überhaupt keine Chance, das wird abgetan. Wo sind wir heute? Für mich war es zum Beispiel ein besonderer Moment, als wir vor 3 Wochen hier, 300 Meter um die Ecke, mit Klaus Weselski, die beiden Staatsfeinde Nummer 1, der Chef der Lokführergewerkschaft, vor die Presse traten und für den unterbrechungsfreien Anschluss der Gäubahn an den Stuttgarter Hauptbahnhof war. Und Neuigkeiten über unsere Klage vor dem Verwaltungsgericht verkündeten. Um zu kaschieren, dass Stuttgart einfach 21 zu klein ist, um auch nur die aktuellen Bahnverbindungen in Stuttgart abzuwickeln, plant nämlich die Deutsche Bahn eine langjährige Unterbrechung
der wichtigen Magistrale Stuttgart, Rottweil, Singen, Zürich, Mailand vom Hauptbahnhof. 1,5 Millionen Menschen aus dem Süden und hier und die weiter im Norden, die runterfahren wollen, abgeschnitten. Für 15 Jahre. Ich bin stolz darauf, auf die GOI-Bahnkomitees, auf all die Bewegungen, die sich hier gebildet haben. Den längsten Bahntunnel Deutschlands durch schwieriges Gelände mit 2 Röhren zu bauen. Und gemeinsam mit dem ehemaligen Schweizer Bahnchef Benedikt Weibel bin ich mir sicher, dass der GOI-Bahntunnel auch nie gebaut wird. Aber unabhängig, ob die GOI-Bahn nur 10 bis realistisch 15 Jahre abgehängt wird und dann der GOI-Bahntunnel kommt oder gar nicht kommt, wir klagen erstmals in Deutschland, dass die Bundesregierung und die Deutsche Bahn AG einen Planfeststellungsbeschluss umsetzt. Nämlich den, in dem drin steht, dass diese Verbindung allenfalls für wenige Monate abgetrennt werden kann. Und das ist dann vielleicht auch der Zeitpunkt, in dem man ein paar Modernisierungen machen kann. Wir haben ja Experten, die ausgerechnet haben, wie wenig Geld es eigentlich erfordert und ein modernes Stellwerk hier mit einplanen. Ich kann euch sagen, unsere Klage nimmt Fahrt auf. Das Stuttgarter Verwaltungsgericht hat sich Ende Juni zu Wort gemeldet, und zwar just zur Einladung mit Klaus Weselski. Wir fanden es eine wunderbare, sicherlich Zufälligkeit. Und sie hat die Bundesregierung und die Deutsche Bahn aufgefordert, und jetzt zitiere ich, wegen Anspruch auf ordnungsbehördliches Eingreifen zur rechtmäßigen Umsetzung der Planfeststellungsbeschlüsse Stuttgart 21 wegen langjähriger Abbindung der sogenannten GOI-Bahn hat Bundesregierung die Bahn eine Frist gesetzt bekommen bis zum 1. August, also bis nächste Woche, zu erklären, ab welchem Zeitpunkt mit baulichen Maßnahmen jedweden Trägers zu rechnen ist, die dazu führen, dass Züge nicht mehr wie bisher über die GOI-Bahnstrecke den Stuttgarter Hauptbahnhof anfahren können. Vielleicht ist es ein Zufall, aber wir hätten den Satz nicht schöner schreiben können, und ich möchte mir einbilden, dass da auch eine Botschaft drin ist. Jetzt muss die Bahn und das Eisenbahnbundesamt verbindlich erklären, wann sie nach ihrem bisherigen Zeitplan vielleicht auch heimliche bauliche Maßnahmen planen, die sogenannte Unumkehrbarkeiten bedeuten. Da die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Stuttgarts zudem in einer Berufungs- und Revisionsinstanz landen wird, rechnen wir jetzt auch mit einer Verhandlung nach der Sommerpause. Wir sind sehr zuversichtlich, wir korrespondieren ja auch mit dem Gericht und haben sie darauf hingewiesen, dass man eben dann diesen entsprechenden Zeitpunkt so berücksichtigen muss, dass eben diese beiden nächsten Instanzen für ein rechtskräftiges Urteil nicht kollidieren mit vollendeten Tatsachen. Und deswegen, ich bin mit den Bürgermeistern südlich von hier, mit Benedikt Weibel, mit immer mehr Landtags- und Bundestagsabgeordneten, die allerdings am liebsten nicht öffentlich, sondern nur im persönlichen Gespräch die Solidarität mitteilen, einig, dass wir hier mit der Klage eine Chance haben. Der Oberbürgermeister von Singen hat sogar gesagt, alle Hoffnungen legen jetzt auf uns und unserer Klage, und ich hoffe, dass wir hier weiterkommen. Gemeinsam mit Klaus Weselski fordert die Deutsche Umwelthilfe die Bahn auf, die GOI-Bahn dauerhaft über die bisherige Strecke in den Kopfbahnhof einfahren zu lassen und den Parallelbetrieb von Kopf- und Tiefbahnhof nicht nur für ein Jahr, sondern dauerhaft beizubehalten. Damit haben wir eine auch dauerhaft leistungsfähige Bahnknoten, und wir werden ja mal sehen, wie viel im Tiefbahnhof einfahren wird, wenn wir dann nicht einmal eine digitale Steuerung haben, wie viele Züge die in einer Stunde in einer Richtung mit hineinbekommen, aber der Rest kann dann entsprechend oben fahren. Für die Verdopplung des Bahnverkehrs bis 2030, also der Personenkilometer, muss die GOI-Bahn dauerhaft nach Stuttgart angebunden und auch modernisiert werden. Und deswegen fordern wir einen Plan B von Bahn und der Stadt Stuttgart, mal sich andere Gedanken über Bebauung oder Nichtbebauung
zu machen. Deswegen, wir haben auch der Stadt Stuttgart mal aufgezeigt mit Bildern, wie andere Städte im In- und Ausland Bahnhofsbereiche, Vorfeldbereiche dann halt auch ganz oder teilweise überbauen, vielleicht auch mal das als neue Nachricht, aber neue Idee. Aber es gibt ja weitere gute Nachrichten. Eher am Rande, Stuttgart hat festgestellt, dass ihnen das Geld zum Bebauen des Gleisvorfelds fehlt. Und Tom Adler hat ja in einer beeindruckenden Rede auch aufgezeigt, wie groß die Leerstände sind und die werden im Gewerbeimmobilienbereich mit zunehmen. Das wird im Moment, werden da viele Flächen wie Sauerbier angeboten, die Preise gehen nach unten. Warum da jetzt noch weitere bauen? Aber darauf vertrauen wir nicht. Wir haben noch was im Köcher. Die Entwidmung von Bahnflächen ist nach der letzten Änderung des allgemeinen Eisenbahngesetzes überhaupt nur noch möglich, wenn ein überragendes öffentliches Interesse besteht. Das könnten Projekte zugunsten der, jetzt sind wir wieder ganz aktuell, Landesverteidigung sein, Wind- oder Solarprojekte oder bestimmte Bundesfernstraßenvorhaben. Also das kann ich mir hier vorstellen, vielleicht eine neue Autobahn durch Stuttgart, das wäre vielleicht auch eine Idee. Aber wenn die jetzt nicht kommen sollte, der Bau von Wohnungen oder die Schaffung von Arbeitsplätzen gehören nicht dazu. Das ist jetzt ein Zitat des Deutschen Städtetages. Was hilft uns hier in Stuttgart? Für das Gleisvorfeld des Hauptbahnhofes hat die Stadt bisher keinen Entwidmungsantrag gestellt. Also auch keine Berufungsmöglichkeiten auf alte Regelungen. Das heißt, das neue Recht lasse eine Widmung des Gleisvorfeldes zugunsten von Gebäuden, wie von der Stadt Stuttgart vorgesehen, nicht zu. Deswegen, auch darauf verlassen wir uns nicht, weil wir erleben ja diese Rechtsbrüche, kündige ich hier an. In dem Planfeststellungsverfahren Stuttgart Rückbau Gleisvorfeld Stuttgart Hauptbahnhof Betriebsgleise, so heißt es, werden wir bis zum 22. August eine wirklich sehr, sehr umfangreiche und alle Aspekte ansprechende Stellungnahme einreichen und hoffen, die Maßnahme damit zu verhindern. Ich habe jetzt eigentlich ein großes Lachen gesetzt, weil ich glaube nicht, dass die Behörden sich von Argumenten beeindrucken lassen. Aber wir versuchen es. Vielleicht passiert ja mal ein Wunder. Sollte es aber dann einen Planfeststellungsbeschluss geben, werden wir doch alle Instanzen gegen diese Maßnahme, gegen den Beschluss klagen. Und da es eine neue, verschärfte Rechtsgrundlage gibt, wird dies eine Musterklage sein. Das heißt, da gibt es ganz viel rechtliches Neuland. Das werden wir mit den besten Anwälten machen und mit den besten Argumenten, weil wir hier um den Erhalt eines zentralen Eisenbahnknotens in Deutschland kämpfen. Wir brauchen für unsere Klageverfahren, für die notwendigen Gutachten, für eine immer größere Allianz von Gruppen, von Menschen und Institutionen, die für die Gäubahn, die für das Obenbleiben kämpfen, eure Unterstützung. Wir haben nicht ausreichende finanzielle Mittel, das gilt genauso für die Gruppen, die hier jeden Montag einladen und informieren. Die Gäubahn-Komitees, die jetzt entlang der Strecke aktiv werden, die versuchen, die Bevölkerung zu informieren, was wirklich geplant ist. Die meisten wissen es noch nicht. Ich danke allen, die schon Spender oder Gäubahn-Pate sind. Und ich bitte Sie ganz herzlich, unterstützen Sie alle die Aktiven hier in Stuttgart und entlang der Strecke mit Teilnahme an Veranstaltungen, mit Gesprächen mit den Politikern, mit Leserbriefen. Seien Sie aktiv, spenden Sie für die Gruppen. Und nur für diejenigen, die danach noch Geld übrig haben, dann bitte ich auch für unsere Rechtsverfahren um Spenden oder Gäubahnpatenschaft. Gemeinsam werden wir es schaffen, oben zu bleiben, wenn wir gemeinsam Druck machen und wenn wir daran glauben und daran arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Jürgen Resch. Lasst uns ein Wunder sein und bis dahin eine tolle Zusammenarbeit. Bringt uns viel und vielen Dank, Jürgen Resch. Lange vermisst, es gibt wieder am Stand die Schlüsselanhänger.
So, die Sauters aus Tübingen, von ABBA bis Country, von Blues bis zu Liedern auf Schwäbisch. Beate Sauter, Gitarre, Melodika und Gesang, Harry Bechtle, Gitarre und Gesang. Bitteschön. Träume gehen und dein Lied klingt in mir und klingt bald auch in dir, denn Musik liegt in der Luft. Einmal ist ein Tag wie kein anderer Tag, voller Melodie und Zauber. Jedes liebe Wort klingt wie ein Akkord weiter in den Herzen. Ich spüre diesen heimlichen Zauber, den man einmal lebt und kann nie vergisst. Musik liegt in der Luft, wenn ihr durch meine Träume geht und ein Lied klingt in mir und klingt bald auch in dir, denn Musik liegt in der Luft. Habe Musik. Thank you.
Musiker träumt von der Liebe. Denn dort ist sie ja zum Haus. Ganz Stuttgart träumt dieses Märchen, wenn es wahr wird. Ganz Stuttgart grüßt er das Pärchen, das ein Paar wird. Ganz Stuttgart träumt immer wieder, immer wieder nur vom Glück. Denn wer verliebt ist, wer verliebt ist in die Liebe, kommt nach Stuttgart. Vielen Dank. Vielen Dank auch für diese Hommage an Stuttgart und die Liebe, liebe Zauters. Vielen Dank, ihr dürft gerne wiederkommen. Heute habe ich noch einen Terminvorschlag für Sie, und zwar um 19 Uhr im Württembergischen Kunstverein Worte statt Waffen, Buchvorstellung und Diskussion mit Jan van Aken. Weil wir davon ausgehen, dass viele von Ihnen damit hingehen, haben wir da auch den Demozug hingelegt. Der beginnt jetzt und endet heute, deswegen ausnahmsweise vom WKV. Kommen Sie gut nach Hause, tschüss bis nächsten Montag hier auf dem Schlossplatz. Heute und für alle Tage oben fahren, oben ankommen, oben bleiben.